In diesem Video nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die dunkelsten Kapitel der Geschichte, denn heute geht es um einige der heftigsten Hinrichtungsmethoden, die jemals von der Menschheit entwickelt wurden. Sie zeigen nicht nur, wie alte Kulturen Verbrecher und Sünder bestraft haben, sondern auch, welche schrecklichen Abgründe die menschliche Vorstellungskraft erreichen konnte. Durch die sorgfältige Analyse historischer Quellen und die Expertise von Historikern und Kulturforschern gibt es so einiges Schockierendes über unsere Vergangenheit zu erzählen. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Wir starten mit einer wirklich heftigen Methode aus England, die dort vom Mittelalter bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts praktiziert wurde und die selbst unter den damals üblichen schlimmen Methoden als besonders grausam galt. Die Rede ist hierbei von Hanged, Drawn and Quartered, zu Deutsch hängen, weiden und vierteilen. Wer damals Münzen fälschte oder Hochverrat beging, musste damit rechnen, auf diese Weise bestraft zu werden. Statt einem schnellen Ende zielte diese Methode jedoch darauf ab, dass die Verurteilten ganz langsam in drei Akten davonschieden. Zunächst wurde der Verurteilte nämlich am Hals aufgehangen, was jedoch extra so langsam vollzogen wurde, dass die Person noch überlebte. Während der Verurteilte hing und um Luft rang, wurde ihm dann die Bauchdecke geöffnet und ihr könnt euch sicher denken, was unter dem anschließenden Ausweiden zu verstehen ist. Aber auch dieser Schritt wurde mit so viel Vorsicht vollzogen, dass man weiter überlebte. Danach folgte nämlich das Finale. In diesem wurde der Verurteilte mit den Armen und Beinen an Pferde gebunden. Und zwar an vier Pferde. An allen Gliedmaßen war also je ein Seil befestigt, das dann mit einem Pferd verbunden war. Danach wurden die Pferde erschreckt, so dass sie schnell in vier verschiedene Richtungen weggaloppierten. Weiter geht's mit einer hierzulande sehr unbekannten Exekutionsmethode aus Asien mit dem Namen Lingqi, die auch als Tod durch 1000 Schnitte bezeichnet wird. Diese Methode kam etwa ab dem Jahr 900 zum Einsatz und wurde tatsächlich noch bis ins frühe 20. Jahrhundert angewandt. Wie der Name schon sagt, wurden dem Verurteilten hier Schritt für Schritt immer mehr Schnitte mit scharfen Gegenständen zugefügt, wobei der Henker darauf achtete, nicht zu früh solch großen Schaden anzurichten. Auch hier kam das ersehnte Ende für den Verurteilten also nicht schnell. Stattdessen konnte es sogar mehrere Tage dauern, bis er von seinen Schmerzen erlöst wurde. Im Laufe von fast 1000 Jahren wurde diese Methode immer weiter verfeinert und die Herrscher gaben ihr Wissen von Generation zu Generation weiter. Glücklicherweise gehören solche Methoden in Asien heute jedoch der Vergangenheit an. Die nächste antike Hinrichtungsmethode kennt ihr sicherlich vom Namen her, aber vermutlich wisst ihr nicht, wie genau sie vollzogen wurde. Es geht nämlich um das Pfählen, welches schon seit der Antike in verschiedenen Kulturen durchgeführt wurde und in Europa im Mittelalter sehr verbreitet war. Tatsächlich gibt es von dieser schlimmen Methode gleich mehrere Varianten und dabei ist eine übler als die andere. Bei der in Anführungszeichen humansten Variante wurden Menschen einfach mit Hilfe eines spitzen Speeres erledigt und kamen dabei quasi sofort um. Bei der osteuropäischen Variante der Pfählung, die vor allem durch den romanischen Fürsten Vlad III. Im 15. Jahrhundert bekannt wurde, wurden die Verurteilten jedoch auf einen angespitzten Pfahl gesetzt und durch ihr eigenes Körpergewicht rutschten sie diesen immer weiter runter, bis sie schließlich dahinschieden. Aber auch wenn es unglaublich klingt, ist dies tatsächlich immer noch nicht die grausamste Variante der Pfählung. Wenn die Exekution nämlich länger dauern sollte, verwendete man keinen angespitzten, sondern einen stumpfen Pfahl. Eine weitere Variante dieser Methode gab es in Asien. Hierbei wurde der Verurteilte über einen Bambusspross gebunden, der unter ihm nach oben wuchs. An dieser Stelle können wir wirklich nicht ins Detail gehen, aber sagen wir mal so, Bambus wächst mehrere Zentimeter am Tag und braucht dafür kein Tageslicht. Wer Ratten ohnehin schon eklig findet, sollte jetzt am besten weghören. Die sogenannte Rattenqual, die im Mittelalter angewandt wurde, ist nämlich so abgelegt,
abstoßend, dass sie sogar zu dieser Zeit von den Verantwortlichen nur äußerst ungern durchgeführt wurde. Aber der Reihe nach, für diese Methode brauchte man eine Liege mit Fesseln, einen Käfig, ein paar Ratten sowie Feuer oder glühende Kohlen. Zunächst wurde der Verurteilte auf den Rücken gelegt und an der Liege festgebunden. Anschließend band man den Käfig mit den Ratten fest auf seinem Bauch. Die Besonderheit hierbei war, dass der Käfig keinen Boden hatte. Die Ratten liefen also direkt auf der Haut des Verurteilten herum. Anschließend wurden glühende Kohlen oben auf den Käfig gelegt oder er wurde von oben mit Feuer erhitzt. Aber wie führt diese Methode zum Ableben? Dazu muss man zwei Dinge wissen. Erstens, Ratten haben panische Angst vor Feuer und versuchen unbedingt vor der Hitze zu entkommen. Und zweitens haben Ratten sehr scharfe Zähne und können sich sogar durch Beton fressen. Wenn man also eins und eins zusammenzählt, könnt ihr euch nun sicher denken, warum diese Methode so grausam war. Falls ihr noch mehr Beweise dafür braucht, wie furchtbar der Mensch im Laufe der Geschichte teilweise zu seinen Mitmenschen war, kommen wir nun zu einer der bekanntesten Exekutionsmethoden aller Zeiten, dem Schinden. Hierbei wurde nämlich tatsächlich Menschen bei lebendigem Leib die Haut entfernt. Dabei fielen sie oft wiederholt in Ohnmacht und wachten dann vom Schmerz wieder auf. Bis der Tod eintrat, konnte es bei dieser Methode mehrere Stunden oder sogar Tage dauern. Trotz oder wahrscheinlich gerade wegen der besonderen Grausamkeit wurde das Schinden übrigens von der Antike bis in die Neuzeit in den verschiedensten Kulturen rund um die Welt angewandt. Wie wir im Laufe des Videos schon gesehen haben, wurden im Mittelalter häufig auch Tiere benutzt, um Verbrechern und Verurteilten ein übles Ende zu bereiten. Ein weiteres Tier, das vor Hunderten von Jahren noch diesem Zweck diente, war die Feuerameise. Der Biss einer Feuerameise ist unangenehm, hunderte Bisse führen jedoch zum Tod. Wurde eine Person zum Tod durch Feuerameisen verurteilt, wurde sie dementsprechend gefesselt und Hunderten der gefährlichen Ameisen ausgesetzt, die sich dann auf und in ihr verteilten. Auch wenn diese Methode natürlich sehr grausam und schmerzhaft ist, führte sie jedoch immerhin relativ schnell zum Tode. Ganz zum Schluss kommen wir nun noch zu einer Hinrichtungsmethode, die alle unter euch kennen dürften, die die Wikinger-Serie Vikings geguckt haben. Es geht nämlich um den sogenannten Blutadler. Tatsächlich waren sich Wissenschaftler und Mediziner lange uneinig, ob diese Methode überhaupt anatomisch möglich war oder ob es sich nur um einen Mythos handelte. Inzwischen ist man sich jedoch sicher, dass diese Methode bei den Wikingern wirklich angewandt wurde. Aber was passiert beim Blutadler genau? Tatsächlich ist die Idee, mit dem Körper des Verurteilten eine Art Adler nachzubauen. Als Flügel sollen dabei seine Rippen dienen. Wie genau das vonstatten geht, können wir euch hier nicht genauer beschreiben. Aber so viel sei gesagt, sie ist an Schrecklichkeit kaum zu überbieten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, seht euch auch unbedingt unser Video über die unglaublichsten Strafen der Menschheitsgeschichte an. Ach, und lasst auch gerne ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!